So, aber egal. Ich muss mich erstmal wieder hochheilen. So, Hilfsmittel aktivieren. So, Sunset Sarsaparilla, 2 Stück trinken. So, dann geht's jetzt auch irgendwo zum Selbstzerstörungsmechanismus. Oder so. Naja, hier wohl nicht. Oder war das gerade eben schon in dem Raum, wo ich eben war? Haben wir hier Briefbeschwerer, Klemmbrett. Naja. Ach, hier. Ah, sehr schön. Ich komme. Ah, verdammt, da komme ich nicht ran. So viel Zeug hier und nichts, was ich davon benutzen kann. Ist das doof? Das ist voll doof. Was haben wir hier hinten? Aktivieren. Terminal. Verschlossen. Durchschnittlich. Ne, gut, das wird es wohl nicht sein. Vielleicht hier unten drunter im Untergrund? Weil so ein Selbstzerstörungsmechanismus, der ist jetzt bestimmt nicht so super leicht zu finden. Eine Bruderschaftstruhe. Naja, Energiezellen. Ich glaube, der könnte wirklich hier unten irgendwo sein. Nee, hier ist er auch nicht. Was haben wir hier noch für einen Raum? Ja, aber da kommen wir aber ganz weit davon weg, wo wir eigentlich hinwollen. Wo könnte sich hier nur der Selbstzerstörungsmechanismus verstecken? Vielleicht hier hinten lang? Okay, diese Tür scheint richtig zu sein. Level 2. Erstmal abspeichern hier. So, wir müssen dann hier rein. Was ist hier für ein Terminal? Datenspeicher. Okay, da bringt uns jetzt irgendwie nichts der Datenspeicher hier. Dann treten wir mal aufs Gas. Aha. Gut. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Leercomputer hier. Zeit für eine Revanche. Nicht wie die Sims. Meine Waffe ballert aus dem letzten Loch. So, er geht direkt mal in Flammen auf. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Selbstzerstörungsterminal verschlossen schwer. Wissenschaft, Fähigkeit von 100 wird benötigt. Ah ja. Gut. Nehmen wir mal einfach mal dieses Terminal hier. Auf Befehl des ältesten MC. Auf Befehl des ältesten Hip-Hoppers MC Namara. Nein, McNamara bedarf die Auslösung der Selbstzerstörungssequenz der Zustimmung des obersten Gelehrten, des obersten Paladins und des ältesten des Verbandes, an jeden dieser Brüder wurde eine Schlüsselkarte ausgegeben, die im Notfall benötigt wird. Wenn alle 3 Schlüsselkarten eingeschoben werden, generiert das Selbstzerstörungsterminal rechts ein entsprechendes Passwort. Alle gestohlenen oder verlorenen Schlüsselkarten müssen umgehend gemeldet werden. Ah ja. Hätte ich es wahrscheinlich Wissenschaft. Aha, hätte ich jetzt also Wissenschaft auf 100, könnte ich das so machen. Und ich glaube nämlich, ich habe etwas, um meine Wissenschaft kurzzeitig zu steigern. Genau, großes Buch der Wissenschaften. Genau, Wissenschaft um 3 erhöht. Und trotzdem reicht es nicht aus, denn ich habe selbst damit erst
Fertigkeiten. Wissenschaft erst auf 97. Ich bräuchte nochmal 3. Habe ich nicht noch irgendwo hier so ein Buch, was mir so kurzzeitig Wissenschaft mit dazu gibt? Und dann, wenn ich noch einen Level abmache. So, erstmal. Gut, die Gelehrtenruhe bringt mir jetzt nichts. Oder vielleicht gibt ja Wissenschaft mit dazu. Nein, Mann, ey, das geht ja gerade. Boah. Ja gut, ich müsste einfach noch ein paar Erfahrungspunkte machen, dann könnte ich die Wissenschaft auf 100 steigern. Eine Portion Schmerz kommt sofort. Oh, von wo kommen die denn gerade überall her? Ganz kurz mal was gucken, nämlich der Anzug. Ne, er gibt mir nichts mit dazu. Sprache 5. Oh, ich habe gerade immer noch das Atemgerät an, wie ich gerade sehe. So, hier. Und in den Kopf. So. So schnell geht's. Du willst also nach den Regeln spielen? Ich nicht, nö. Ja. Wie gesagt, wir müssen irgendwie in dieses Terminal rankommen und da brauchen wir noch genau 3 Wissenschaftspunkte oder halt ein ganzes Level. So, und diese komischen Karten brauchen wir dafür auch. Wo wir die jetzt finden sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hebt mir noch ein Level ab ganz gut. Und ich ärgere mich gerade beim letzten Level ab, nicht die Punkte in Wissenschaft gesteckt zu haben, obwohl ich Wissenschaft schon so schön hoch gemacht habe. Reparieren plus 10, Schusswaffen plus 10. Sunset kann ich mal trinken, ein Stimpack könnte ich nehmen. In plus 2 macht aber nicht eher Wissenschaft. Och, 100. Ah, sehr gut. Ah, jetzt habe ich Wissenschaft 100. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ganz, ganz schnell. Solange ich hier noch diese Power habe. So. Das Ding ist aber verschlossen. Das heißt, wir werden hier noch ein Passwort knacken müssen. Irgendwie eine sehr verwirrte Aufnahmesession diesmal. Aber egal, wir kriegen das hin. So, Kennwort eingeben, 4 Versuche übrig. Okay. Würde ich mal sagen. Kann man hier irgendwie rausfiltern? Nee, geht nicht. Doch, hier können wir eins rausfiltern. Können wir auch eins rausfiltern. Mensch, immerhin habe ich das mit dem Passwortknacken mal endlich richtig gelernt, wie das hier funktioniert. So, war nicht korrekt. War auch nicht korrekt. 2 Versuche noch übrig. Yep, das war korrekt. So, jetzt startet mein System und ich kann jetzt bestimmt hier die Selbstzerstörung gleich aktivieren. Genau, Selbstzerstörungssequenz beginnen. Yep, natürlich sind wir sicher und los geht's. Bitte verlassen Sie den Bunker ruhig und geordnet. Bestätige. Okay. Gut, jetzt sollten wir hier ganz schleunigst raus. Aber wer weiß, ob wir hier noch... So, jetzt, ja, ich gebe jetzt einfach mal nichts drauf, ob jetzt hier noch irgendwer auf mich schießt oder so. Ich nehme jetzt hier einfach die Beine in die Hand und schaue, dass ich jetzt hier Land gewinne. Denn hier fliegt gleich alles in die Luft, deswegen sollte ich jetzt hier unbedingt raus. So, genau, hier sind die beiden Geschütztürme. Oh, dass ich da nicht vorher drauf gekommen bin, die umzuprogrammieren. Das hat mich so viel Zeit gekostet. Aber naja, so ist es halt bei Blind Let's Plays.
Da habt ihr noch schön Möglichkeiten, euch aufzuregen. Am Ende hat es ja doch noch geklappt. Und ich fand, das ging jetzt hier zum Schluss sogar ziemlich schnell mit unserem kleinen Bunkerchen hier. So, wenn wir jetzt rausgehen, fliegt das Ding bestimmt in die Luft oder so. Da wird sich auf jeden Fall Mr. House tierisch freuen. Und Türchen auf. Wir erreichen das Hidden Valley. Stürzt mir jetzt ja nicht ab, ich sag's dir. Und Bums. Dann treten wir mal auf. Ja, hinter uns ging's direkt runter. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ich glaube, irgendeine andere versaut gerade. Mal gucken. Ja, für die Republik können wir nicht mehr machen. Gut. Gut, jetzt geht's zurück zu Mr. House, dem erzählen, dass wir hier ordentlich aufgeräumt haben. Und dann bin ich ja schon gespannt, was dann die nächste Aufgabe für uns sein wird. So, Nordtor des Strips. Los geht's. Und wir reisen. Boah, ich dachte nicht, dass ich dazu noch so schnell kommen werde. Ich dachte, ich werde jetzt hier noch bestimmt irgendetwas finden müssen, um mich irgendwie gegen diese Bruderschaft durchzusetzen. Aber hat ja am Ende doch noch funktioniert. Wir haben es geschafft. Und gut, dass ich hier die Mentheads dabei hatte, die noch meine Wissenschaft noch auf 100 geprügelt haben. Weil ansonsten hätte ich jetzt ewig nach diesen blöden Karten suchen müssen. So. Ja, die RNK hier mal wieder sichtlich besoffen. Ich speichere mal lieber ab, weil wer weiß, ja, ob es hier mein Spiel gleich wieder die Grätsche macht. So, dann fahren wir wieder nach oben zu Mr. House und ja, verkünden die frohe Botschaft, die stählerne Bruderschaft wäre vernichtet. Und ich habe es mir jetzt hier, glaube ich, mit allem im Spiel versaut oder so. Mit allem oder mit allen und jedem. So, das M kommt bei jedem, nicht bei allem. Haben Sie die stählerne Bruderschaft vernichtet? Yep, wurde vernichtet. Den Bunker der stählernen Bruderschaft eigenhändig zu zerstören, ist eine beeindruckende Leistung. Viele RNK-Soldaten sind bei dem Versuch gestorben. Diese gute Nachricht kommt genau rechtzeitig. Die bedeutenden Ereignisse spitzen sich derzeit zu. Aaron Kimball, der Präsident der Republik Neukalifornien, wird den Hoover-Staudamm besuchen, um die Moral zu heben. Es würde die Moral der Truppen jedoch nicht gerade fördern, wenn ein Scharfschütze der Legion ihrem geliebten Anführer das Gehirn wegpustet. Leider kann ich sie zum Beschützen von Kimball nicht einsetzen. Die RNK wird sie sicher nicht nahe an ihren Präsidenten lassen. Wahrscheinlich wird Caesar seinen Angriff auf den Damm nach Kimballs Besuch starten, egal wie dieser endet. Seien Sie also bereit. Okay, gut, dazu muss man mit dazu sagen, dass wir Caesar schon längst erledigt haben. Aber gut, die Aufgabe fehlgeschlagen. Gibt es nichts, was ich tun kann, um Kimball zu beschützen? Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Was passiert, passiert. Ja, okay, das scheint wohl jetzt so, dass ich mir jetzt hier irgendetwas verbaut habe und in der Questlinie gerade nicht weiterkomme. Ich kann sie nicht einsetzen. Wären Sie in Ihren Geschäften mit der RNK weniger ruppig vorgegangen, sähe die Lage anders aus. Gut, was soll ich in der Zwischenzeit tun? Zwischen dem Strip und Helios One liegt das Eldorado-Umspannwerk. Es ist zwar unscheinbar, hat aber einen immensen strategischen Wert, da Sie von dort aus den heruntergefahrenen Reaktor des Lucky 38 starten werden. Verschaffen Sie sich Zugang zum Kontrollraum des Umspannwerks und setzen Sie dieses Überbrückungsmodul ein. Übrigens bewachen RNK-Soldaten das Werk. Gut, dann muss ich die jetzt quasi fertig machen. Und wir haben jetzt, ach, schon die nächste Quest. Mr. House gewinnt immer Quest Nummer 7. Ja, das Problem war jetzt gerade gewesen, dass ich ja mit der RNK nicht immer so freundlich war, deswegen wird mich die RNK nie und nimmer zu ihrem Anführer lassen. Deswegen kann ich ihn nicht beschützen. Mr. House
will jetzt aber von uns, dass wir dafür in ein Umspannwerk gehen, wo auch viele RNK-Leute sind, die wir dann jetzt einfach abknallen sollen, quasi. Naja, egal. Wir kümmern uns darum, denn wir sind ja freundlich zu Mr. House. Wenn das erledigt ist, sind alle Vorbereitungen getroffen. Die Schlacht um den Hoover-Staudamm wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Oha, das hört sich hier schon alles nach Ende an. Ja, dann würde ich sagen, der nächste Weg führt uns zum Umspannwerk. Da werden wir den Reaktor des Lucky 38 wieder hochfahren und danach, denke ich mal, in den Krieg ziehen, liebe Leute. Aber das machen wir nicht mehr heute, das machen wir erst in der nächsten Ausgabe. Ich hoffe dann auch sprachlich ein bisschen besser von meiner Seite aus. Das war heute hier ein bisschen rumgestammelt. Naja, passiert halt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.